Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver Randomizer Nuzlocke Challenge. Im letzten Part haben wir den Knuffenserturm abgeschlossen und die zwei Trainer hier in der Arena geplättet. Und in diesem Part ist Falk dran. Hallo, Hexorion. Meister, darf ich diese blonden Typen runterschubsen? Naja, okay. Hast du gerade zugezwinkert? Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das war einfach nur ein Grafikglitch, aber. Ha! Geil! Nee, Moment mal, das stimmt was nicht. Nein! So, wir starten auch mit dem Aquana. Obwohl, es war vielleicht nicht so schlau. Naja, egal. Ich bin Falkner. Achso. Oh. Wir sind Falkner, die Arena-Leiter des Pokémon-Leiter-Arena hier. Ich hab gerade Violent City gesehen. Deswegen war ich gerade verwirrt, weil The Violent, dachte ich, es kommt erst der brutale Arena von. Der brutale Arena. Der brutale Leiter von der Arena. Wir sind schizophren und stellen uns immer zu zweit vor. Absolut richtig. Und das war die beste Hilfe, Gustav. Oh ja. Pokémon sagen, dass Flug-Pokémon. Leute sagen, nicht Pokémon sagen. Leute sagen, you can. Was? Du kannst Clip? Flying-Type-Pokémon? Ja, du kannst sie halt kaputt machen. Achso, du kannst den Flügel-Pokémon ihre Flügel brechen mit Elektrizität. Ich werde es nicht erlauben, dass du die Flügel so beleidigt, weil andere haben es getan, weil du bist dann schuld. Ich werde die wahre Stärke und die Einzigartigkeit der Flügel-Pokémon zeigen. Großartig. Schizophrenisches Ich, sag auch etwas. Die Musik ist auch geil. Ja. So ein Taubsi auf Level 9 als erster Gegner. Ah, na da. So, na das ist gut Schaden. Oh. Sandwirbel. Ich habe immer Angst, dass wenn du nichts sagst, dass du wieder weg bist. Ach, tut es das? Ich weiß, ich habe eigentlich nur gerade was Dummes reingebaut, aber es ist anscheinend gut, dass es nicht durchgekommen ist. So, 105. Wer kommt jetzt? Lass mich drinnen! Das ist Tauboga. Nee, ich will es paralysieren. Nein! Du kommst dann wieder, weil... Okay. Es wird wahrscheinlich keine Chance haben, das Vieh kann Ruheort. Oh, großartig. Ja, das ist Level 13. Der Wind ist endlich mit uns! Oh, das tut weh. What the fuck? Okay, es geht auch ein Step. Ja, Minun hat vor allem eine schlechte Verteidigung, es hat nur 12. Ja, es geht dann noch ein Step. Ja, außerdem. Pidgeotto! So, jetzt kommst du wieder. Tja, ich bin großartig. Meister, da läuft mein Frühstück rum. Pass nur auf, dass es dich nicht verrisst. Ich würde mal sagen. Na, ich sollte, glaube ich, dir einen Routenschlag machen. Erstmal gucken wir, wie viel Schaden wir machen. Ja, Routenschlag. Vergiss nicht. Achso, auch Tränke. Ja. Gut. Nicht, dass ich jetzt wirklich verkauft werde und das war's dann. Nee, das will ich nicht. Das wäre ziemlich kacke. Das wäre ziemlich doof, ja. So. Verteidigung ordentlich gesenkt. Kein Volltreffer, danke. 6 Tränke, ja, sollte reichen. Du könntest auch ruhig mal wieder paralysiert sein, so ist es nicht. Wir schaffen das schon. Ich glaub an mich. Naja, schaffen tun wir das. Sicher? Er hat auch keine Flugattacken. Ich könnte also auch Paraparili einsetzen, glaube ich. Weil zumindest hat er bisher noch keinen Windstoß eingesetzt. Könnte man austesten. Ah, ich krieg so viel Schaden. Was machst du, Mann? Achso. Angreifen. Mehr Table bin ich schlecht wahrscheinlich. Ja, viel mehr geht kaum. Ich hoffe, das hast du schon gesenkt. Ich hab nicht mitgezählt. Ich glaube, das war jetzt das vierte oder fünfte Mal. Er geht ja maximal 5 Mal. Nee, 6. Ja, mach doch 6 Mal. Und teile mich bitte auch mal wieder. Ich hab Angst vor Crit. Er könnte halt aber auch mal paralysiert sein, weißt du? Heil mich! Ein Crit würde dich außerdem nicht umbringen, weil. Ja. Hat es ja gesehen. Hat es noch mehr als das Doppelte. Ja, und? Man weiß nie. Ja, aber
Ah ja, jetzt endlich. So, Paralysie, ich meine mal Routenschlag, dann hat er keine Verteidigung mehr. Gesundheit. Ah, dankeschön. So. Dann kriegen wir dich jetzt down. Ja, das sieht doch gut aus. Den Crit überstehen wir auch noch. Ah! Ich kann still fly! Nein! So, ich könnte natürlich jetzt Risiko gehen, aber Tackle kann daneben gehen, deswegen lasse ich's. Ja. Danke, dass du an mich denkst. Immer. So. Auch ein Crit würde nicht töten, weil der zieht ungefähr 9 KP ab. Das Doppelte wäre 18. Und somit haben wir das. Yay! Meister, Meister! Ich hab dir ein Feature gefangen. Und du erreichst Level 12, sehr schön. Großartig. Und Sepp erreicht Level 10, auch gut. Und kann jetzt helfen in der Hand, ja. Ich verstehe. Ja, ich konnte es jetzt nicht lesen, weil du... Ja, das steht immer so schnell weg. Das ist in der Arena immer so, es geht immer schnell weg. Na bitte, dann lese jetzt mal. Mal los, meine schizophrene Seite. Die schizophrene Seite hat gerade keine Lust. Okay, dann nicht. Sake, Dad, Bird. Punkt, Punkt, Punkt. So, bitte. Ah, Niederlage Nein. Ist Niederlage, alles klar. Das nee, ist offizielle Pokémon-Orden. Ja. Ich muss gerade echt sagen, für den Aquana habe ich echt nette Kurven. Ich sehe so gut aus. Du weißt schon, dass du männlich bist. Na und? Ich sehe trotzdem gut aus, die Dame liebt mich. Ich muss gestehen, ich mag Aquana lieber weiblich. Wenn ich eins hätte, dann würde ich es lieber weiblich haben. Aha. Aber jetzt, da du das Aquana verkörperst, ist das vollkommen in Ordnung. Das Aber ich meine halt nur allgemein, weißt du? Okay. Die einzigen männlichen, die ich finde, die wirklich männlich sind, sind eigentlich... Nachtara. Nee, Nachtara erst recht nicht. Nachtara ist für mich komplett weiblich, was aber an Senna liegt wahrscheinlich. Was? Ja, da gibt's so einen Typen, der heißt Senna Collier auf YouTube, der macht so Pokémon-Hacks und der hat auch Nachtara, ein weibliches aber. Okay, also für mich ist Nachtara eher männlich. Oh, okay. Ja, und jedenfalls, der hatte halt ein weibliches Nachtara und das hat sich halt zwischendurch auch in ein Mädchen verwandelt. Das war ziemlich cool. Okay. Großartig. Ja, durch den habe ich auch diesen ganzen Evoli-Hype gehabt. Ja, hallo, ist nur, mein Gott. Meister, Meister, aber so... Warum habt ihr mich runtergeschossen? Er ist verdient. Na, du freust dich. Ja, Meister, Meister, lass mich ihn runterschubsen. Nein. Du scheinst sehr glücklich zu sein, ne? Ja. So, jetzt kriegen wir unser Ei. Meister, Meister, ihr habt doch schon zwei. Oh, es waren drei. Wie wunderbar. Ah. So. Professor Elmir. Oh, danke, dass du mir den Text erspart hast, bin dir sehr dankbar. Ja, der sagte nur, dass das Ei im Pokémon-Markt abzuholen ist. Im Pokémon-Markt Eier zu verkaufen. Ja, vor allem im Original war er ja im Pokémon-Center, aber jetzt ist er im Markt. Warum auch immer sie das geändert haben. Also, ja, wir sehen wohl. Miau! Na du? Junge, ich wollte mich nur mit deiner netten Genossin da unterhalten. Oder Genosse, ich weiß nicht, ob es jetzt eine Katze oder ein Kater ist. Meine Katze ist eine Katze. Okay. Hallo, also zumindest die Schwarze. Hallo, Mieze, du bist ja öfter weg. Nein! Brigitte, verlass mich nicht! Ich habe keine Ahnung, wie lange wir jetzt aufgenommen haben. Nee, sie heißt Shizu. Shizu. Hi, Shizu. Wollen wir heiraten? Nein. Gott, die Lex, ey. So. Ach, das ist der Typ. Ja, der hat ein Paket für uns von unserer Mutter. Eine Super Potion, yeah. Großartig. Mhm. Und der hier hat das Ei für uns. Long time no see, Mars. Okay, gut, hol ich einfach weg. Und ja, wir haben ein Ei bekommen. Geil. Kann jetzt auch was randommäßiges vorschlüpfen? Ich weiß es nicht. Hoffentlich. Wir werden sehen. Ich glaube aber fast nicht. Ich glaube, vorschlüpft auf einmal so ein Latios raus. Latios kann ich aus dem Ei schlüpfen. Ach, aber es ist doch ein Randomizer. Ja, aber ich glaube trotzdem nicht, dass das so geht. Nicht? Schade, weil das Ei ist so gesehen schon eine Entwicklungsstufe. Ach so.
und deswegen, sobald du ein Ei hast, ist es schon vorgesetzt, welches Pokémon. Das wird nicht erst gerandomized, wenn du da irgendwie was machst. Welches Pokémon würdest du gerne wünschen? Ach komm, mach du das Kimono Girl. Mei, oh mei. Dieses Ei ist echt groß. Ich verstehe. Also hat es dem Mr. Pokémon gegeben, anscheinend. Nee, also, was hätte von Professor Pokémon zu Professor Alm? Und Professor Alm zu dir? Nun verstehe ich das alles. Ich bin eine Frau, ich bin intelligent. Lind. Tja, ja, dieses Ei ist wirklich ein wichtiges Ei. Denn es ist groß und rund und schnell in deinem Mund. Ist das klar? Ich wollte noch nicht den Rest übersetzen, aber egal. Auch strebe ich durch im Kreis, sieh mich an, ich bin eine Ballerina. Ich bin sowieso, tschüss. Warum drückst du schnell den Text weg, Mann? Jetzt kann doch voll das random Gespräch raus. Ja, eben. Ach ja. Gold ist sowieso ein echter Arsch gewesen im Manga. Der ist einfach jedem auf den Sack gegangen. Am Ende war er einer der besten Trainer, aber keiner wollte was mit ihm zu tun haben oder wollte sich auf ihn verlassen, weil er immer nur irgendwelchen Scheiß gebaut hat. Okay. Naja. So, wir können jetzt weiter. Allerdings haben wir hier schon ein Pokémon gefangen, deswegen, tja. Ach, stimmt, ja. Aber wir bekommen immerhin noch eine Wundersaat. Hey, warte mal. Warum zu mir eine? Ich hab keine Lust, den vorzulesen. Ich bin ein NPC, der keinen interessiert. Ja, er sagt nur, dass er sieht, dass wir gut trainiert haben in der Arena und gibt uns jetzt hier die Wundersaat. Man muss ja nicht alles übersetzen jetzt hier, mein Gott. Dafür haben wir ja zwei Leute, die hier die ganze Zeit reinquatschen. Ja. So, wollen wir mal sehen, was es hier sonst noch so für Pokémon gibt. Wobei es ja komplett random ist, insofern gibt es hier jedes Pokémon. Ein Seemon. Hallo Seemon. Ein Seemon. Hurra. Schon wieder ein Wasser-Pokémon, ist ja schon das dritte. Ja, aber wir haben ja hier schon eins gefangen. Irgendwie hast du es mit Wasser-Pokémon. Ja, irgendwie. Warum muss ich das auch nicht weiblich sein? Fangen wir ein weibliches tolles Partner-Pokémon, mit dem Stress plus Glücklich sein kann. Ich würde mal sagen, ich trainiere dich jetzt vor allem erstmal auf 15, damit du wenigstens Aquaknarre kannst. Das wäre großartig. Weil nachher kommen die ganzen Steintrainer-Pokémon da in der Höhle. Und da wäre es recht gut, Aquaknarre zu können. Richtig. Das wäre großartig. Oh ja. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie lange wir aufnehmen. Ich habe vorhin meine Uhr einfach mal eingestellt, nachdem wir den Arena-Kampf fertig haben. Und sag mal 15 Minuten seit da an. Das heißt jetzt noch 11. Okay, 10, 9, 8, 9, okay, das war was anderes. Der hat mich schon 0 auf 25. Oh, Tatsache. Ja, Luffy hat sich ein bisschen gestreckt. Oh ja, oh mein Gott. Da kannst du gewisse Probleme mit gewissen Piraten. So, ein Zubat. Special auch weg. Zubat, Zubat, Jackal. Okay, fände ich ihn einfach. Bring ihn um! Töte ihn! Okay. Ein Schwarzer, töte den Schwarzen! Was war's? Ach ja, genau. Final Fantasy 13.3 fängt. Da gibt's so ein Video anscheinend dazu, wo sie halt übelst die Story von 13 und 13.2 dann halt aufgebaut haben. Aber halt in richtig altem Retro-Stil Final Fantasy. So als Zusammenfassung. Okay. Und. Ja. Die Kay hat dann so gemeint, naja, alles zerstört. Und ich dann so, alles zerstört? Einfach so? Ist auch geil. Aber er hat es wahrscheinlich nicht richtig mitbekommen, er hat da gerade nicht mehr hingeguckt in den Chat. So, dann stören wir mal hier die beim Telefonieren. Das machen sie dann voll fertig. Ja. Ich wünsche es jetzt auch sehr, boah, ist der cool! Mit ihrem Nidoran weiblich. Weißt du, was total interessant ist zu meinem Hard-Gold-Spielstand wissen? Was denn? Ich hab nur Nummern von Frauen angenommen. Naja, wer es nötig hat. Warum ist so Paraparili? Weil ich nicht will, dass du vergiftet wirst. Bei Paraparili ist mir das momentan recht egal. Mein Meister bevorzugt mich über andere. Großartig! Nee, weil ich dich gescheit trainieren will. Wenn du jetzt vergiftet wirst, dann muss ich erst wieder zurückrennen. Während wenn Paraparili jetzt vergiftet wird, muss ich nicht gleich zurückrennen, weil das Gift bringt einen ja hier nicht um. Dann hat es halt nur noch ein KP, aber... Ja. Ne?
Und deswegen macht das jetzt mal den Kratzer. Ich weiß nicht, sagst du manchmal einfach nur zwischendurch nichts oder ist das Skype? Bonjour, Maruto, keine Ahnung. Ich kann es dir nicht beantworten. Also klar, manchmal sage ich auch nichts, weil ich nicht 24/7 einfach mal irgendwelche Wörter raushaue. Das wäre vorhin beim Schlafen sehr störend. Aber ansonsten, also ich rede schon recht viel. Mein Zimmernachbar okay, bei meiner Ausbildung, der redet manchmal im Schlaf. Der ist dem letzten mitten im Schlaf, hat er irgendwas von seinen Zuglinien geredet, von wo er mal gearbeitet hat früher. Passierschein A38, bitte. What? Ja, Wasser-Pokémon. Irgendwie hast du es mit Wasser-Pokémon. Hm, irgendwie schon. Dann muss man aber auch wiederum sagen, Wasser-Pokémon sind mit die meisten Pokémon, die es gibt. Während Geist zum Beispiel die sind, die es am wenigsten gibt. Ist halt so. So. Bevor wir uns mit den ganzen Wassertypen klicken, klicken wir uns doch mal erstmal hier durch. Oh nein, die Angler. Die Angler angelten. Mhm. Vor allem da kommt gleich unser erster Carpador-Gegner. Oh nein, großartig. Du, 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 du. Da, da, da. Bestes Aquana ever. So, Tackle. Boom. Was mich jetzt mal gerade interessiert, Moment. Das kann ich mir kurz nachschauen. Level 13, yeah. Du, 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 du. Ruckzuckhieb könntest du auch noch lernen, das wäre auch nicht schlecht. Oh, das wäre ganz okay wahrscheinlich. Ah, ich glaube, du lernst sogar Akaknare vorher. Akaknare lernst du, glaube ich, sogar 15 schon. Ja, der ist schon für 15. So. Tackle. Ja, Level 4 Knuffenser haben wir keine Angst. Au. Pardon. Warum schlägst du daneben? Weiß ich nicht. Das ist doch nur so eine scheiß Pflanze. Danke. Dafür kann ich doch nichts. Ja doch, du hast daneben geschlagen. Ich kann nichts dafür, habe ich gesagt. Ja doch, du hast daneben geschlagen. Ich kann nichts dafür, habe ich gesagt, Mann. Du hast es ausweichen lassen. Dafür kann ich nichts. Ich bin unschuldig. Das ist die Attacke. Haben sie Tackle nicht in der 6. Generation jetzt sogar auf 100 Genauigkeit hochgesetzt? Weiß ich nicht. Ich habe Stewie da was sagen hören. Der hat das irgendwie mal erwähnt. Ach, pff, der Stewie, der hat doch keine Ahnung von Pokémon. Hey. Überhaupt nicht. Oh, pardon. So. Oh, fuck. Warum kann das wie Schnabel? What the fuck? Weiß ich nicht. Vor allem, es hat gar keinen Schnabel. Ja, warum lässt du Paraphernalia weiter angreifen? Ja, weil du einmal noch weil das Vieh noch mindestens einem angreifen kann. Das ist der. Alles geplant. Ja, klar. Nee, jetzt hätte ich dann ausgewechselt zu Dingens zu Zepper. Aber war ja dann nicht mehr nötig. Und so. Okay, holen wir jetzt erstmal das Item. Oh, ein Trassler. Aber ein männliches. Dürfen wir das jetzt fangen? Nein. Das ist jetzt alles eine Route, leider. Schade, dass es kein weibliches gewesen wäre. Das hätte ich gerne als Partnerin gehabt. Hm. Das ist großartig. Das ist eher was für Zepper. Ey, was ist in den Vortritt? Zepper, Zepper, los, nimm dir Paraparili. Das Interessante ist ja wirklich, dass Paras, das Pokémon an sich, wahrscheinlich ja sogar wirklich nur der Parasit ist und nicht der Pilz an sich. Ja. Dieser Käfer. Weil wenn du dir Parasekt anguckst, dann siehst du, dass Parasekt eigentlich gar keine Augen mehr hat. Der wird einfach nur komplett durch den Parasiten kontrolliert und das eigentliche Pokémon ist der Parasit. Hm. Nicht der Körper selbst. Pokémon Trivia des Feines. Ja. Ne? Ist ja klar. Na, wenigstens klappt das zweite Mal nicht. Bam. Schutzschild ist lästig. Ja, vor allem, wenn man nicht mehr viel AP auf Tackle hat. Richtig.
Aber du lässt mich ja hier die ganze Zeit diesen Kampf durchexorzieren. So. Auf dass ich tot umfallen möge. Nee. Auf dass du groß und stark wirst. Richtig. Beziehungsweise stark, weil wachsen tust du nicht mehr. Oh doch, ich werde hoch hinaus über mich selbst hinaus. Halt. Ein Visenior. Das fand ich schon immer schwachsinnig, wie die Carpador verschiedene Größen haben können. Es gab doch diesen einen Typen, der dann hier Premier Carpadors und ich guck hier, wie groß die sind und sowas. Das fand ich komplett für den Arsch, weil du kannst eigentlich nicht nachprüfen, wie groß die wirklich sind, außer eben durch die Typen. Naja, die werden doch durch den Level bestimmt, oder nicht? Nee, eben nicht. Nicht? Nee. Und das Carpador, was du als erstes fängst, das bestimmt die Größe, die im Pokédex drinne steht, glaube ich. Die Größe im Pokédex kann sich ändern? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, kleine Abweichung kann es geben. Zumindest würde es Sinn machen. Ich habe aber, wie gesagt, echt keine Ahnung. Ich fand es total sinnlos. Ich habe einfach random irgendwelche Pokémon hingeschickt und das war's. Ich habe das nie gemacht, weil es mir einfach zu dumm war. Einfach zu dumm. So, wir haben schon deine größere Schwester oder Bruder. Keine Ahnung. Nee, es war eine sie. War ja Azur. Ah, cool, Saat. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Mal gucken, ob Paraparelli das lernen kann. Boah. Blub. Also willst du schon das lernen? Ja, kann er. Sehr schön. Meister, ich möchte aber diese Attacke lernen. Kannst du aber leider nicht. Egal. So, na, was haben wir dafür weg? Leech Life? Oder Kratzer? Haben wir Leech Life weg. Also Käfermove wäre auch nicht schlecht. Ja, an sich schon, aber halt nicht Leech Life. Ja, stimmt auch nicht so gut. So. Oh, das gibt gute Erfahrung. Ja. Ach, und ein Melodic. Nein, Erinnerung kommt zurück. Ja, aber dieses ist jetzt ja auch wenigstens weiblich. Das Geilste ist vor allem, es heilt uns. Ja, dann besiegst du noch nicht. Ich besieg's ja jetzt auch noch nicht. Oh. Ja, ne. Ist jetzt nicht so schlimm. Ja. Ich hab noch 7 weitere damit erreicht, keine 2 Level. Ja, du sollst ja auch kein 2 Level erreichen, wir wollen erstmal das Pokédex Center da unten erreichen und dann gehen wir nämlich wieder hochwärts. Ah, gute Idee. Ich kann's halt. So, aber den machen wir noch platt. Dem stimmt ich schon der letzte Trainer. Ja. Und ich tanze im Gras. Ich habe echt gute Pokémon gefunden. Es ist so, als wäre alles total zufällig. Ich kann ja mal offscreen dann einfach nur sinnlos hin und her rennen, damit das Ei schlüpft. Das könntest du tun. Weil dann haben wir das schon mal. Ja, wäre eine Idee. Und dann sehen wir ja, ob es ein Togepi ist oder nicht. Ein Felino. Ja, Felino hatte ich damals auch in meiner Challenge. Wobei ich glaube, ich hatte direkt einen Morlord gefangen. Das war der Moor. Dujula Moor. Hat mir auch sehr geholfen. Ja, war ja auch in deinem Endteam. Ja, definitiv. War wunderbar. Dass hier halt einfach Lebensschuss kann. Tja, kannst mal sehen. Aber wenn das für eine miserable Initiative hat. Ja. Oh Gott, das ist Gordon Freeman! Was? So, jetzt kriegen wir erstmal wieder gleich eine Fleckmon-Route angedreht. What? Nee, achso. Doch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Erstmal müssten wir durch die Höhle. Nee, wir müssten ihn einfach nur ansprechen. Dann fragt er, ob wir so ein Ding haben wollen. Nein, wollen wir nicht. Was ich gerade nicht weiß, ist, ob das mit der Angel funktioniert. Wie? Ob da gerandomized ist. Das ist eine gute Frage. Weil ich könnte außerdem ist das, erinnert mich, als mal der große Bruder von der Freundin von mir, ich war halt da zu besuchen, dann hat halt der große Bruder so ein Pokémon-Random-Ding gespielt. Mhm. Und dann hat er halt geangelt mit einer Angel. Da meinte ich ja so, ja, mal sehen, was anbeißen wird. Dann kam halt so dieses Dünn, und meinte so, bestimmt Gordon. Und dann hat er bestimmt Gordon gebissen. Ja, das hatte ich auch schon. Ja, total lustig. Ich glaube, ich habe einen Rayquaza mal geangelt oder so. Das musst du dir vorstellen, wo ist die Angel? So eine normale Popel-Holzangel, auf einmal beißt er so ein Gordon an. Nee, vor allem Groudon, weil das halt eigentlich das, ja. Boden-Pokémon ist. Ja.
So, dann probiere ich das kurz noch aus, ob das mit der Angel funktioniert oder nicht. Und wenn es funktioniert, dann gehe ich nämlich auch nochmal zurück nach Viola City. Und Azalea City hieß es, glaube ich. Oder? Ne, Rosalstadt war es. Und ich könnte auch rein theoretisch zurück nach Neuborgia und überall dort angeln. Und ja, währenddessen das Ei ausbrüten. Und wenn nicht, dann kannst du es ja noch kurz einstellen. Ne, ich weiß nicht, ob ich es einstellen kann. Ich wüsste jetzt nicht wie. Das geht aber. Ich glaube, da müsste ich den anderen Randomizer benutzen, dann kann ich wieder in der einen Stelle nur die und die Pokémon fangen. Achso, das wäre natürlich blöd. Ja. Also es würde dann wahrscheinlich das Wasser zumindest so randomisen. Der Rest müsste ja durch den Cheat immer noch komplett gerandomized sein. Hab ich gerade das Ausrufezeichen gehabt? Ja, irgendwie schon. What the fuck? Auf jeden Fall haben wir ein Pokémon. Mal sehen, es ist ein... Okay, es bleibt gleich. Vielleicht war es jetzt auch einfach nur Zufall. Dann angeln nochmal. Man muss einen Kontroll machen. Jetzt beißt einfach den Tox an oder so. Aber wäre schon Zeichen dafür, weil der Tox kann ja wirklich per Angel anbeißen. Vor allem nicht hier. Constrict. Oh mein Gott, nein! Hentai Tentacle, Hilfe! Von einem weiblichen Tentacher. Baby. ich glaube, deine Zuschauer sind hier schon weit weggelaufen. Ich meine, ich kann es ja dann mal gucken, ob ich das so randomisieren kann, ob es dann immer noch so funktioniert. Kannst du testen. Aber nee, da müsste ich das erst wieder rüberschieben und das wird dann wieder dauern. Ja. Dafür sind wir zuvor, dann spielst du halt ohne Wasser-Pokémon. Nee, ich glaube, per Surfen kommen neue. Kommen andere, nur per Angeln halt nicht. Ja, dann kannst du aber dann dort halt in den Städten immer surfen. Ja. So. Den Test will ich hier trotzdem noch machen. Was mit Lakes halt ziemlich doof ist, aber naja. Komm schon, Angel, lass uns nicht im Stich. Entschuldigung. So, da meins. Endlich. Ladezeitmusik FT. Und es ist ein Kappa. Also, ist wirklich. Randomize, es hat geklappt. Nein. Leider nicht. Gut. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Ach, wir machen jetzt aber hier Pause, oder was? Naja, der Part ist jetzt schon etwas überzogen, deswegen ja. Und ich habe ja gesagt, ich will es nur kurz ausprobieren. Dann offscreen werde ich jetzt das Ei ausbrüten und ja, dann machen wir weiter. Also, bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao. Feedback und so.